Ich heiße Jakob. Ich bin Kathi. Und ich bin Eva. Wir sind heute auf der Kinderkonferenz. Im Aktivpark in St. Georgen an der Gusen. Und wir sind euer Medienteam. Ich darf euch herzlich willkommen heißen hier im Aktivpark St. Georgen an der Gusen. Ich bin der Schemi, da drüben steht auch die Daniela und wir zwei werden euch heute ein bisschen durch den Tag führen. Okay, seid ihr alle bereit? Ja! Auf die Plätze, fertig, los! Die Eröffnung ist beendet und jetzt sehen wir uns mal die Workshops an. Bei der Kinderkonferenz geht es ja um die Meinung und Rechte der Kinder. Schauen wir mal, was sie zu sagen haben. Was gefällt dir an der Konferenz der Kinder bis jetzt am besten? Dass wir unser eigenes Schippern dürfen haben und halt auch unsere Meinung sagen dürfen. Ich finde es eigentlich cool, dass die Kinderrechte gefeiert werden, so wie jetzt in der Kinderkonferenz. Das Diskutieren und die Schule bauen. Alle Leute sind gut drauf. Es gibt nichts Schlimmes oder so. Und mir hat eigentlich recht Spaß gemacht, wie wir am Anfang das mit den Namen gemacht haben. Ich finde es super, dass ich mit der Ines in einer Gruppe bin. Und so habe ich es recht cool gefunden. Die Konferenz der Kinder finde ich super. Das ist eine ganz tolle Idee, weil ihr eure Ideen und eure Zukunftsideen auch entsprechend deponieren könnt. Und dann können wir uns in der Politik auch danach richten. Die Stimmung ist sehr gut. Ich glaube, die Kinder sind voll drin. Ich sitze da jetzt, schaue aus der Ferne und schaue dem Workshop immer zu. Und die Kinder geben, glaube ich, coole Inputs. Und das wird uns auch als Kinderfreunde weiterhelfen, dass nicht wir uns immer Gedanken machen müssen, was finden denn die Kinder, sondern dass die Kinder uns das sagen und wir das mitnehmen können für unsere Arbeit. Ist dir wichtig, deine Meinung sagen zu können? Damit alles andere verständlich wird, ob du das Neues willst, ob du irgendwas brauchst und so weiter. Weil ich auch ein wenig Spaß haben mag. Dass
nicht der einer ausschafft, der was sagt, tu das und tu das, sondern dass jeder einfach eine Stimme hat und dass man sich das dann miteinander ausmachen kann. Weil wenn jetzt nicht jeder gleich behandelt wird, dann werden jetzt Leute ausgeschlossen. Das ist wie wenn jetzt der Mensch einfach gar nicht mehr auf der Welt berät. Weil wir in Österreich einfach das Glück haben, dass wir in einer Demokratie leben und das andere nicht haben. Und das finde ich einfach wichtig, dass wir das dann auch ausnutzen können. Und du? Also ich finde, man sollte wissen, wie der andere das empfindet, dass man sie auch ein bisschen auch dämpfen kann. Was glaubst du, dass zu tun wäre, damit die Welt für alle Kinder ein besserer Ort war? Ja, also ich weiß nicht, dass man die Kinder einmal was zutraut und nicht irgendwie so sagt, nein, das für das Satz nicht klar oder das Kind so nicht. Und dass man da die Kinder einfach wie beim heutigen Tag einfach mehr irgendwo involviert oder so. Also wenn wir jetzt die Kinder nicht über einsperren im Häusl, sondern auch ein bisschen Freiheit uns. Gerechtigkeit, Vielfalt, keine Gewalt, Kinderrechte einfach so. Damit sie besser mit Kindern umgehen. Ja. Die Eltern und die Erwachsenen. Ich glaube, dass jedes Kind wird gleich behandelt werden. Ein Arzt werde ich. Und warum? Ich habe schon wenn ich auch klein war, habe ich auch geträumt, dass ich ein Arzt werde. Dass alle das Gleiche dürfen. Und was zum Beispiel? Dass jeder ein Spielzeug zum Beispiel jetzt hat und auch andere, das kann man reingeschützen. Dass sie Politiker dafür einsetzen. Und wie sollen sie die Politiker dafür einsetzen? Dass halt mehr Geld dafür ausgeben, dass Kinder nicht so viel arbeiten oder so. Oder mehr Sachen halt sterben und jetzt schicke Kinder. Und für was genau das gehört? Dass andere Kinder das Gleiche dürfen wie wir. Das war's von der Kinderkonferenz. Es war voll super. Und die Ergebnisse sind spitze. Bis bald, euer Medienteam. Freundschaft! Es ist schon erstaunlich, in all den Jahren haben meisten wir alle.
gesagt und getan, auf die wichtigen Schalter bestimmen zu drücken, war meist ein Privileg der Silberrücken. Doch da wir nun hier sind und das gar nicht leise, ihr habt als Kinder eure eigenen Weise, ihr wurdet geladen, um auch mitzubestimmen. Ihr habt euer Gefühl, euren Blick von ganz innen. So gibt's einen Raum und auch ein Mikrofon. Ihr habt was zu sagen, ihr traut euch dann schon. Und unsere Themen gestalten wir hier. So sagt ihr uns freundlich, ab jetzt reden auch wir. Und der Emil hat gesagt, als hätte man ihn direkt gefragt. Er findet es gut, wenn die Menschen sich umarmen und näher kommen und gleich Barben und sagen. Denn das fühlt sich gut an, wenn man dann so ist. Der eine macht alles und sagt, was man will. Dass Menschen, die sich mögen, gerne miteinander wohnen. Das ist so, das muss sich doch irgendwie lohnen. Und auch die, die nicht zusammenleben, sind Teil der Familie des großen Gebens. So danke Vanessa, sie wusste es besser. Das Mikrofon halten wir ohne Erschlesser. Danke für alles. Er sagt danke für alles und meint alle Leute, Daniel, Daniela, Martin, Jimmy und Klaus. Einen Applaus. Klassiker. Einen Applaus.